Hallo Joachim, Papa Neuss, wir können laufen. 4 Wochen auf Diffusionsfilterleitung, Zuckerwasser läuft alles gut, bis auf dass mein Wasser am Morgen klar ist und abends trüb. Morgens klar, abends trüb. Könnte theoretisch sein, das musst du aber genau beobachten, ja. Also, dann ist die Chance groß, dass du ein Anwärter für Schwebealgen bist, ja. Also, solange sich das immer so die Waage hält, dann ist es also vermutlich so, dass tagsüber oder beziehungsweise über Nacht und dadurch, dass dann Licht aus ist, ja, und trotzdem auch Fressfeinde da sind, dass sie sich die Algen schnappen und verspeisen. Und dann tagsüber, wenn Licht an ist, dann die paar, die über sind, fangen wieder an, sich zu vermehren. Und dadurch kriegst du dann zum Abend hin diese Trübung. Deswegen halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass das eine beginnende Algenblüte ist. Also bitte gut beobachten. Wenn du merkst, dass es etwas schlimmer ist, kannst du versuchen, das Ganze über eine Verkürzung der Beleuchtungszeit. Ja, ich weiß nicht, wie lange du jetzt aktuell beleuchtest. Ich sag mal, wenn du jetzt 8 Stunden beleuchtest, dann gehst du auf 6 Stunden zurück. Aber erstmal beobachten, ja. Also noch keine Panik schieben. Aber wie gesagt, das halte ich für die Erklärung. Wenn sich das bis jetzt nicht manifestiert hat, dann kannst du ja echt Glück haben. Dann ist das durch die Zuckerlösung, ist es eben so, dass dadurch die Fressfeinde, also die Algen fressen, dass die dadurch gepusht wurden und dass du dadurch noch keine Algenblüte hast. Ne? Das ist möglich. Ja, also, wie gesagt, vor allen Dingen diese Schwebealgen-Trübungen, also die sind am Anfang zu Beginn, sind die immer erst weiß trüb. Ja, das liegt eben an der Lichtbrechung, an den Lichtwellen. Ja, die sind zwar so groß, dass die schon das Licht brechen, ja, und aber nicht groß genug, dass man sie schon erkennen kann. Ja, deswegen ist eben die Trübung weiß, weil sie eben nur gebrochen wird und eben nicht die Farbe der Algen zu sehen ist. Ja, und deswegen ist es einfach so, dass ich davon ausgehe, dass das Schwebealgen sein können. Du kannst natürlich auch hingehen und einfach mal für sicherheitshalber für 2, 3 Tage mal das Licht ausmachen und dann mal gucken, ob das dann schon was gebracht hat. Das geht natürlich auch, ne? Ich meine, Schwebealgen sind Kacke, ja. Zeigen aber an, dass dein Wasser schon mal von einer guten Qualität ist. Weil, aber eutrophiert ein bisschen, ja, also voller Nährstoffe, aber von der Qualität nicht übel. Aber man kriegt sie auch wieder weg, ja, ohne Chemie.